Live on Air. Oh, 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 Eure Hoheit. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass ich hier sein darf. Lena Reu ist bei mir. Grüß dich. Ja, grüß dich auch. Aktuelle Weinkönigin aus Frankfurt. Das ist richtig, ja. Wie lange noch? Seit wann noch? Schon? Ich bin jetzt gekürt worden im November 2021 und darf das Ganze jetzt 2 Jahre lang machen. Sehr schön, wenn man natürlich die Stunde drüber babbelt. Aber du bist nicht nur das, bist ja nicht nur Weinkönigin, bist nebenbei, muss man sagen, Gastrochefin der Schaustellerfamilie Peter Reue, also auch da aufgewachsen und so weiter. Ne? Richtig, genau. Es gibt viel zu erzählen, würde ich ja, sagen. Ja, absolut. Hast du Bock? Ja, ich bin mega motiviert. Chefin on Air bei Radio Frankfurt, heute mit der amtierenden Frankfurter Weinkönigin Lena Reue. Fühlt sich wohl bei uns? Mega, die Aussicht ist ein Traum. Wieso trinkst du nur Kamilletee? Ich habe dir extra einen schönen Appleboy hier gestellt. Ey, das Wochenende, das war ein bisschen hart gewesen. Ach und jetzt so. Trinke ich einen Fencheltee tatsächlich. Die Oma hat nämlich immer gesagt, das ist das Beste. Wenn du müde bist, trinkst du einen Fencheltee. Ach, müde bist du auch noch? Ey, das bin ich auch noch. Was hast du denn am Wochenende gemacht? Du warst hier Hauptwach, ne? Genau, richtig. Wir haben das Wochenende die Nachtschicht ins Leben gerufen. Ja, die neue Partyzone für alle Party-Feierfreudigen in ja, the City. Richtig, richtig. Also wir wollen es nicht ganz als Partyzone deklarieren, Ach sondern so, eher sorry. Als eine Art Wohlfühloase für Leute, die gerne zusammenkommen, was trinken, gute Musik hören und einfach als eine Art Innenstadtbelebung agieren. Weg aus dem Nordend, ne? Genau, richtig. Zur Hauptwach. Hat's geklappt? Ja, auf jeden Fall. War gut? Auf jeden Fall, ja. Schön, ja. Schön. Es geht lang, glaube ich, ne? Von 3 Uhr mittags bis 3 Uhr nachts. Bis 2 Uhr nachts geht's. Bist du vor Ort die ganze Zeit? Ja. Freitag und Samstag? Freitag und Samstag. Ja, jetzt wundert mich gar nichts mit mehr. Mit Vorbereitung und Nachbereitung. Also das heißt, freitags morgens um 9 haben wir aufgebaut, alles fertig gemacht. Mhm. Dann die Leute glücklich gemacht, denen was zu trinken gegeben. Ja. Samstags das Gleiche und dann Samstagnacht noch abgebaut. Konntest du ein bisschen mitfeiern oder warst du nur am Schlafen? Eine logisch. Ich habe für mich den schönsten Beruf der Welt. Ich darf mit ganz tollen Mitarbeitern im Weinstand stehen, Leute beraten. Ich darf gute Musik hören, tolle Leute bewerten, also es ist echt ein Traumjob. Das klingt spitze, weil du bist ja nicht nur amtierende Weinkönigin hier aus Frankfurt, sondern du bist auch die Gastrochefin der Schaustellerfamilie Peter Reue. Mhm, erzähl mal ein bisschen was darüber, über deine Familie. Ich bin echt das Kirmeskind. Aha. Wir sind jetzt Schausteller in der 8. Generation. Sprich, in der 8. Wow! Genau. Oma, Opa, Uropa, also wirklich jeder hat in dem Gewerbe gearbeitet. Ich bin da groß geworden. Großeltern, mhm. Ur. Oh, mhm. Jesus Maria. Aber ist ja richtig groß geworden. Richtig, genau. Zwischen genau. Zuckerwatte und Mandeln, hast du eben gesagt. Im ne? Wohnwagen. Auch noch. Zwischen Lärm, lauter Musik und Mikrofon. Und bis heute kann ich wirklich nur gut schlafen, wenn außenrum um mich Action ist. Weil wenn es zurück ist, in Ernst? Das mag ich gar nicht. Wirklich. Das finde ich beneidenswert, weil ich kann nur schlafen mit Ohrenstöpseln im Ohr. Ist kein Witz. Wahnsinn. Schon seit Jahren, habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Und jetzt trage ich mir so scheiß Ohrenstöpsel mit mir rum, damit sich ja keine Fliege husten höre. Nee, also ich habe da einen ganz tollen, tiefen Schlaf. Muss man ein paar Tipps geben. Wie bist du Weinkönigin geworden? Erzähl erstmal die Story ganz kurz. Also ich mache zurzeit eine Weiterbildung zur Wein- und Genussexpertin und daraufhin kann ich dann meine Prüfung als Sommeliere machen und dann bin ich mit meinem Weinstand unterwegs. Mhm. Und ich war die letzten 2 Jahre auf der Fressgasse vertreten und habe da unter anderem die Rheingauer Weinwoche betreuen dürfen. Und dann ist der Veranstalter auf mich zugekommen und gesagt, Mensch Lena, du kennst dich saugut mit Wein aus, bist ein bisschen sympathisch. Wie hat er echt gesagt, du bist ein bisschen sympathisch. So ähnlich. Wie sieht's denn aus? Hast du da nicht Bock drauf? Ne? Ich hätte dich gerne als Repräsentantin der Stadt Frankfurt fürs Weingut der Stadt Frankfurt. Und ich so, na logisch. Königin, wollte ich immer was sagen. Hier, her damit. Let's go. Genau so war's. Okay. Wie macht sich's? Macht Spaß? Hey, super, super. Ich, aber hast du auch nicht was zu tun wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich darf oft in Rheingau fahren, auf den Lorberg. Ich habe viele Interviewtermine. Ich darf mich viel mit Social Media befassen. Ich habe ein wunderschönes Dirndl, das ich tragen darf. Eine ganz tolle Krone. Also es ist ein Traum. Eine Krone hast du auch? Eine Krone Wieso hab ich hast auch. Du die nicht dabei? Ist im Tresor zu Hause. Die ist im Tresor, die kommt nur. Diamante und so. Genau, richtig. Mit denen die geklaut werden hier bei Radio Frankfurt. Wie sieht so dein Alltag aus als Schaustellerkind, Gastrokind, Weinkönigin und so weiter? Hast du feste Arbeitszeite? Nein, komplett actionreich und kein Tag ist wie der andere. Also ich stehe morgens um 7:30 auf und dann checke ich meine E-Mails, gucke, was abgeht, schaue, wo ich hinfahren muss. Dann unterstütze ich noch meine Eltern natürlich, jetzt zum Beispiel mit der Dippemess. Da war mein Zwillingsbruder vertreten, meine
meine Mama und mein Papa. Ach, Zwillingsbruder hast du auch noch, schön. Habe ich auch noch. Ich bin aber 5 Minuten älter, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja? Schon klar, wichtig, der kleine Bruder sozusagen. Der kleine Bruder, genau, auf den ich mega stolz bin, weil er die Dippemess gerockt hat. Und jedes Mal, wenn ich ihn dann in seinem Kassenhäuschen von der Berg- und Talbahn sehe und sehe, wie er die Leute animiert und wie gut er das kann, platze ich vor Stolz. Macht er auch so, liebe Leute, noch eine Runde und jetzt geht's ab, ja? Viel, viel besser. Er hat es so drauf. Die Leute tanzen vor der Berg- und Talbahn. Also nennt sich Disco Express und der nimmt den Namen ernst. Und du hast wirklich von jung bis alt Leute, die davor stehen, mitwippen, mittanzen, mitmachen. Also der. Und da geht er richtig auf? Da geht er richtig auf, ja. Das ist ja herausragend. Wie war die Dippemess? Super. Nach langer Durststrecke endlich mal wieder abfeiern dürfen, ja? Ja, ja. War ein Traum, nach 2 Jahren ohne Dippemess wieder über die Dippemess zu laufen und sie alle wieder zu sehen. Also Tante, Onkel, alle hinter Mikrofonen, die wieder zu hören und zu sehen. Ihr seid auch noch da. Ist doch schön. Wie heißt denn der Bruder? Tim. Und wie alt ist der Bruder? Der ist wie ich 27. Ich wollte schon direkt fragen. 27 bist du? Genau. Wunderbar. Wo kommst du her? Ich bin eine gebürtige Frankfurterin, ganz wichtig. Auf jeden. Bin aber in der Wetterau groß geworden. Kannst du auch so ein bisschen knorren wie die Wetterau? Na. Ach komm. Na, so lange war ich da jetzt nicht. Das finden wir die Stunden noch raus. Chefin und er heute mit der Lena Reue, die amtierende Frankfurter Weinkönigin. Diese Stunde unser Gast hier in den Skyline-Studios von Radio Frankfurt. Chef on Air. Bei Radio Frankfurt heute mit ihrer Hoheit, ihro Gnaden. Wie darf ich dich anreden? Lena. Darf ich dir eigentlich direkt in die Augen schauen? Oder? Ja, natürlich. Darf man das nicht bei der Frankfurter Weinkönigin? Ach ne, klar, alles andere wäre unhöflich. Lena Reue, geht Genuss ohne Reue? Nein. Definitiv nicht, gell? Aber Reue schreibt sich hier in dem Fall mit OI, gell? Aus der Wetterau. Wo wohnst du jetzt aktuell? In Frankfurt. Wo genau? Nee, nicht wo genau, sondern... Meine Adresse ist... Und zwar hier, genau. Du musst einfach da klingeln. Ich wohne in Bornheim. In Bornheim? Mhm. Schön da? Ist super schön da. Wie wohnst du? 2 Etagen über meiner besten Freundin. Och, komm. Ja. Habt ihr euch dort kennengelernt, im Haus oder... Nein, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Seid wirklich zusammengezogen, sozusagen? Ja, wir gehen nur separat. Mhm. Ist top. Mhm. Und wie wohnst du so? Schick oder so? Wie kann ich mir deinen Palast vorstellen? Wie? Ich wohne in einem ganz toll eingerichteten Studio-Apartment. Oh, so richtig mit riesen hohen Decken und so? Ein Raum, wo alles drin ist? Richtig, richtig, genau. Ach, wie geil. Gell? Und ich bin auch mega happy. Es reicht genau für mich und mehr brauche ich nicht. Jetzt sagst du aber nicht Dachterrasse auch noch dazu. Nein, das nicht. Auch kein Balkon? Nee. Was? Nee? Echt nicht? Brauchst du nicht? Nee, brauche ich nicht. Ich bin halt die ganze Zeit unterwegs, das heißt, meine Wohnung ist eh draußen immer. Genau, zum Umziehen und zum Schlafen. Mhm. Du hast Günther getötet. Hat sie mir eben verraten, als die Musik lief. Ja, jetzt kommt's raus, Günther ist tot. Richtig, genau. Grüße gehen auch an meine beste Freundin raus, die Patenschaft für Günther übernommen hat, aber... Günther, klär es mal auf, nicht, dass die Leute vor Schock in Ohnmacht fallen. Günther war meine Zimmerpflanze, der hatte so eine kleine Ananas oben drauf und irgendwann hat die Ananas... Günther! Ja. Warum denn? Es war zum Einzug. Hat jemand gedacht, ach, tust du der Lena mal was Gutes und schenkst ihr eine Zimmerpflanze. Und ich habe von Anfang an gesagt, bitte nur Plastik, weil ich habe keinen grünen Daumen. Du hast wirklich nur Plastikpflanzen zu Hause? Ja. Stand über mein Haupt. Es gibt ja mittlerweile richtig geiles Zeug, wo du dich anfassen musst, um zu erkennen, dass es gar nicht so echt ist und so, gell? Richtig. Wie ist es? Du kommst ja aus der Schaustellerfamilie Peter Reue. 8. Generation habe ich jetzt nicht mehr, vom Wahnsinn. Richtig. Und du bist da jetzt die Gastrochefin. Seit wann? Seit vier Jahren bin ich zurückgekommen aus Miami und dann habe ich das übernommen. Genau. Oh ja, müssen wir auch noch drüber babbeln, auf jeden Fall. Was bedeutet Gastrochefin? Wie viele Bereiche hat die Schaustellerfamilie Reue? Wir haben verschiedene Gastrofeste und dann haben wir zum einen den Teil, wo wir Imbiss und Essen abdecken und zum anderen Teil dann eben Getränke, Musik und Atmosphäre, quasi ein Weindorf machen wir da. Okay, nee, aber du bist Gastrochefin und gibt es noch andere Bereiche? Keine Ahnung, dein Bruder ist vielleicht Chef der... Der Karussells, genau. Ist es so, ja? Dein Zwillingsbruder. Mein Zwillingsbruder, Liebe Grüße an den Tim, gell? Hört er gerade zu? Das weiß ich nicht. Oder gibt er gerade wieder Vollgas irgendwo? Und jetzt Einsteigung! Rum. Nein, er baut gerade die Dippemess ab und ich glaube, er sitzt im Transport nach Hause, aber ich weiß nicht, ob er Radio Frankfurt hört. Wie viel? Was bitte? Da müssen wir gleich mal anrufen hier. Habt ihr so riesige LKWs wahrscheinlich, oder? Wie viel? Genau, einen ganzen Fuhrpark. Wie viele habt ihr? 4 Stück. 4 Stück? Mhm. Und die sind jetzt auch alle im Einsatz, um eben die Berg- und Talbahn abzubauen und sicher nach Altenstadt zu bringen.
Da werden sie erstmal ein bisschen eingemottet. Wann kommen sie wieder raus? Wo ist das nächste Fest, wo man ein bisschen Gas geben kann mit deinem Bruder? Ich meine Wälschestag. Wälschestag? Ach, es ist so ich schön. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, aber es könnte Wälschestag sein. Es ist so schön, dass die Feste wieder kommen. Auf oder? Jeden Fall. Auf oh jeden Fall. Mann, hier. Ihr seid auch aktuell Flugplatz Bonamis. Richtig, genau. Was macht ihr da? Das Tower Café hat vor 2 Jahren geschlossen und dann kam eben die Stadt Frankfurt auf uns zu und hat eben gemeint, wir bräuchten da unbedingt eine mobile Gastrolösung und die haben wir gestellt. Wie kann ich mir das vorstellen? Was heißt mobile Gastrolösung? Auch das heißt, Truck oder so? Oder? Richtig, genau. Wie so eine Art Foodtruck, wo wir dann die verschiedensten Sachen anbieten. Wie ein Frankfurter Schnitzel, eine klassische Bratwurst, die Pommes, viel vegan, viel vegetarisch, Flammkuchen, Getränke. Einfach damit dann Radfahrer oder eben die Familien da verköstigt werden und versorgt werden. Vegan, vegetarisch und so weiter. Mhm. Wie war das für deine... Wie war das für deine Eltern, als sie das umstellen mussten? Also, setz mit Krücke hier, musst du doch nicht, also sollte man ordentlich Wäsche essen. Damit ja, ja, quasi. So ähnlich hat mein Papa reagiert, aber meine Mama ist ja auch voll, geht auch voll mit der Zeit und war auf jeden Fall, was können wir da machen, was hast du da für Ideen, let's go. Und wir hast haben, du dich gefragt? Ja, ja, du bist auf ja jeden Fall. Hallo. Genau, richtig. Aha. Und dann hatten wir vor 3 Jahren, glaube ich, mit als erstes vegane Waffeln und veganen Crepe angeboten auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Mhm. Und so kam diese ganze vegane, vegetarische Schiene mit rein. Ihr stellt auch das Karussell auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Ja. Wie viele Jahre schon? Oh, seitdem ich denken kann. Ich bin jetzt 27. Das Karussell gibt es seit 32 Jahren. Also wow. Gefühlt schon immer. Schon immer. Und ich habe so oft Situationen, dass... Bekannte von mir auf mich zukommen und mir Kinderbilder von sich zeigen, wie sie da auf dem Karussell sitzen. Das ist doch super. Sag mal, Lena, geil, oder? Da steht euer Name drauf. Ist das von euch? Bist du das oder was? Genau so. Wie geil. Ja. Fährst du immer noch mit? Super gerne, ja. Ernsthaft? Ja. Wollen wir mal machen dieses Jahr zusammen dann eine natürlich. Runde? Natürlich, kommst vorbei. Ich komm mal vorbei hier, du. Und ich habe da mein eigenes Pferd, ich wollte es nochmal gesagt haben. Wie heißt's? Sabrina. Nicht Günther hoffentlich. Aber ist aus Plastik, von daher ging's. Richtig, genau. Chef on Air. Bei Radio Frankfurt heute am Dienstag, den 3. Mai mit Lena Reue. Sie ist aktuelle amtierende Weinkönigin. Reue, hast du eben gesagt. Wie spricht man es denn jetzt? Ich sage immer Reue. Ja, ich glaube, dein Vater, ach, oder? Der sagt auch Reue. Aber eigentlich ganz klassisch würde man es Reue aussprechen. Och, komm, so vornehm. Mhm, erst seitdem du jetzt Weinkönigin bist oder schon vorher? Schon vorher. Mein Opa hat mir immer von erzählt. Von Reue. Das wäre auch schön. Der hat mir immer erzählt, dass wir über dem Ehemann Accent d'Aigu hatten. Und das Accent d'Aigu ist während dem Krieg verloren gegangen. Ich sage, wo ist es denn? Was? Wer hat das geklaut? Ja, und seitdem haben wir es nicht mehr. Aber eigentlich wird es Reue ausgesprochen. Und darauf bestehst du auch, wie du gerade hier so mit gestikulierst und so weiter. Okay, Frau Reue, Verzeihung, dass ich bisher die ganze Zeit Reue gesagt habe. Du bist ein kleiner Dickkopf, hast du selber von dir fünfständig gesagt. Bedeutet was? Wo lässt du denn gerne mal durchblicken? Ich wollte tatsächlich nicht ins elterliche Geschäft mit einsteigen. Also was? Ich hab mich, nach 8 Generationen? Richtig, genau. Und da war ich die Erste, die gesagt hat, wisst ihr was, ich würde gerne was anderes sehen. Und dann habe ich mich... Erstmal, wie waren die Reaktionen? Na klar, Mädchen, ist kein Problem. Nee, war wirklich so. Mach ruhig so. Mal, guck mal eine Woche woanders hin. Doch, war wirklich so. Ich hatte meine Eltern im Rücken, die gesagt haben, wenn du das machen willst, Kind, mach's. Mhm. Ganz einfach. Und dann habe ich mich nach der Schule mit 17 dazu entschieden, eine Hotelfachausbildung zu machen. Mhm. Weil ich gedacht habe, was kannst du gut? Du kannst gut mit Menschen umgehen. Alles klar, ab ins Hotel. Wo war das? Das Savini Hotel in Frankfurt. Mhm. In der Nähe vom Bahnhof, ein ganz kleines Hotel, super schön gemacht. Mhm. Da die Ausbildung hingelegt. Dann habe ich 3 Jahre im Radisson Blu in Frankfurt gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr was, ich würde gerne mal mehr von der Welt sehen. Und dann bin ich für 1 Jahr nach Miami gegangen und habe da meine Hotelmanagerin gemacht. Miami? Miami, Florida. Oh yeah. Mhm. Bist du zum Arbeiten gekommen oder bist du die ganze Zeit mit dem Bikini am Strand rumgehangen? Nee, ich habe tatsächlich gearbeitet. Ach ja. Tatsächlich, ja. Gibt's Beweise? Ja, ja. Okay. Ich hatte eine ganz tolle Uniform und die hatten da, also es war echt schön. Sehr aber du schön. Hast auch bestimmt ein bisschen das Leben in Miami genossen, oder? Ja, natürlich. Ich klar. Mein Hotel war direkt am Beach, das heißt vor der Arbeit, nach der Arbeit war ich am Beach. Surfst du auch? Bitte? Bist du auch Surferin? Nee, leider nicht. Nee, ich habe einfach nur da gelegen. Und hab das war schon beste Kanal. Hab da gelegen, hab was getrunken und fertig war's. Alles erreicht, würde ich sagen. Warst du auch mal bei so einer Pumpstation, wo die eingeölten Bodybuilder... Nee, da habe ich mich ferngehalten. Dann dachte ich, ist ja gar nicht mein Ding da. Nee. Aber mal vorbeigucken, oder? Na, da war mir zu viel los. Ich wollte immer mehr Ruhe haben mit meinen Kopfhörern und fertig. Und wolltest du nicht in Miami bleiben? Anfangs dachte ich auf jeden Fall ja. Hier möchte ich bleiben. Und dann, das war die letzten 3 Wochen in Miami. Und dann dachte ich mit meinen Freunden, ist eine super coole Idee, da mal auf die Kirmes zu gehen. Also sich mal wirklich eine amerikanische Kirmes anzuschauen. Kirmes in Miami? Mhm. Aha. Also ein richtiges Volksfest. Und dann bin ich da drüber gelaufen und habe da deutsche Karussells entdeckt. Da stand sogar drauf, das Karussell dreht sich auf Deutsch in Miami. Und ich so,
Moment mal, was ist denn hier los? Das war ein versteckter Hinweis von deiner Eltern wahrscheinlich. Und dann hat es mich gepackt und dann hatte ich so Heimweh. Und dann habe ich meine Mama angerufen und gesagt, wisst ihr was? Ich komme nach Hause und ich bin wieder da. Vorzeitig? Nein, ich habe noch schon zum Ende dann, genau, ja, die letzten 3 Wochen genossen und dann habe ich gesagt, ich steige wieder mit ein. Aber hattest du vorher die Überlegung, dort zu bleiben? Oder? Ja, auf jeden Fall. Aha. Auf jeden Fall. Und das Karussell auf der Kirmes in Miami hatte ich zur Heimkehr. Mhm. Ja. Schön. Okay. Wie ging es dann hier für dich weiter? Dann durfte ich erstmal eine Woche ankommen, Jetlag kurieren und so weiter und so fort. Und dann ging es direkt aufs Nürnberger Volksfest. Mhm. Da seid ihr auch. Ja, da sind wir auch. Ach, sehr krass. Gell? Schön. Und da ging es dann direkt ins Kassenhäuschen und von da an ging es steil bergab. Bergab, sage ich schon. Bergauf. Berg und Talbahn. Von da an ging es steil bergab. Jetzt bin ich dort angekommen. Jetzt bin ich Frankfurter Weinkönigin. Du bist auch Personal Weinberaterin. Richtig, genau. Personal Weinshopperin sogar. Mhm, da versuche ich mich gerade so ein bisschen zu etablieren. Mhm. Ich habe jetzt angefangen, verschiedene Firmen für Meetings und Events mit Wein zu beliefern. Das heißt, wir haben vorab ein Meeting, treffen uns und dann wird drüber gesprochen, was wünscht ihr euch, was trinkt ihr gerne, wie ist das Budget und dann packe ich das zusammen, schreibe eine Weinkarte und bringe das. Das ist ja toll. Auf jeden Traumjob. Fall. Auf jeden Fall. Hast du dein Krönchen mehr dabei oder dann Nein. Das ist dann wirklich als Person Lena Royer, als Personal Wine Shopper. Hast du noch Hobbys nebenbei, außer Bäuche, Shopper? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe nicht Zeit, so viel Freizeit, ja, aber nee, jetzt wirklich Hobbys habe ich nicht, die ich verfolge und da total leidenschaftlich gerne ins Fitnessstudio gehe, sowas nicht. Aber ich gehe. Ich mache total gern Sport, bis die Muskeln erbarmen schreien. Also das ist ja auch sowas, ne? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich auch nicht, ohne aber Scheiße. Warum macht ihr das auch mal? Schwitzen ist, wenn Muskeln weinen. Habt ihr das noch nicht kapiert also, oder was? Nee. Aber ich gehe leidenschaftlich gern essen. Jetzt bin ich das bei ist es. Das ist es. Und dann auch wirklich gerne in der großen Gruppe mit all meinen Mädels zusammen und dann. Probieren wir da gerne neue Restaurants in Frankfurt aus oder eben die altbewährten. Lena Royer, amtierende Frankfurter Weinkönigin und Gastrochefin der Schaustellerfamilie Peter Reue. Unser Gast diese Stunde hier bei Chefin und Er. Chefin und Er haben wir diese Stunde mit der Lena Royer. Vater und Opa Sarah bei Reue, ne? Ja. Und das Accent de Guise irgendwann verloren gegangen. Nicht mehr wieder aufgetaucht. Das haben sie geglaubt. Als amtierende Frankfurter Weinkönigin Royer. Danke. Vielleicht auch irgendwann von Reue. Wer weiß es. Dein persönlicher Instagram-Account ist Ulalalola? Ja. Warum? Wo kommt das denn her? Lola ist mein Spitzname. Lola? Ist dein Spitzname? Lena? Ich Lena weiß nicht, genannt Lola. Ich weiß nicht, wie lässt sich betrunken halt besser aussprechen. Lola! So ähnlich, so kam es. Ich denke, daher kommt es. Und im Ernst? Wo kommt es her? Als ich meine Ausbildung angefangen hatte, habe ich mit einer Freundin eine Modemarke gegründet und die hieß Lola Jolie. Und, eine Modemarke gegründet, auch noch? Ja. Was habt ihr gemacht? Wir haben T-Shirts gemacht, T-Shirts, Jacken und solche Geschichten, aber das hat sich dann irgendwie ins Leere verlaufen, aber der Spitzname ist geblieben. Ja. Lola, du redest die ganze Zeit von deinen Freundinnen. Gibt es denn keinen Freund in deinem Leben? Das ist eine Privatsache. Ach so. Hab ich nicht gewusst, sorry. Aber du hast ganz viele Freundinnen, von denen du die ganze Zeit sprichst. Wie viel hast du denn da? Deine Mädels? Meine Mädels, das ist mein engster Kreis. Es sind insgesamt 4 Stück und die möchte ich nicht missen. Also es ist jetzt mittlerweile wie Familie. Das sind so Mädels, die dich von ganz unten nach ganz oben wieder aufpushen, die du anrufst und sagst, hol mich ab, stell keine Fragen und die dann da sind. Machst du das echt? Und ich habe keine Fragen. Also das ist Worst-Case-Szenario, das kam jetzt noch nicht vor, aber ich weiß, dass es so ablaufen würde. Was ist dein Lieblingswein? Mein Lieblingswein ist der Riesling vom Lorberger Hang. Ach komm. Also quasi den ich auch als Weinkönigin vertreten darf, der auch wirklich in Frankfurt angebaut wird. Mhm. Wer ist dein Lieblingsmensch? Meine Familie. Also ich kann nicht einen betiteln, aber Mama, Papa, meine 2 Brüder... Ach, 2 Brüder hast du. Wir haben nur den Zwillingsbruder bisher erwähnt, den Tim, genau, den du eben angeschrieben hast. Was hörst du? Ja. Was soll ich denn hören? Ich bin beim Arbeiter, hat er, glaube ich, so geschrieben. Genau so. Ich höre gar nichts. Gar nichts, hallo, geht's noch? Ich höre die ganze Zeit irgendeinen Schluss. Ja. Nee, aber ich habe 2 Brüder. Peter ist der große Bruder. Aha. Der ist jetzt mit seiner Frau nach Augsburg gezogen und die haben auch ein Schaustellerunternehmen. Ach ja, selbst gegründet oder von der Frau irgendwie so? Von der Frau. Ach ja, von der Frau. Man kennt sich halt untereinander, gell? Ja, und die kennen sich halt auch schon von Kindheit an. Aha. Kannst du auch mal so richtig böse sein?
Kommt drauf an, aber ich versuche trotzdem immer respektvoll zu sein. Also nie. Das ist gut. Nie. Selbst wenn man böse wird, sollte man respektvoll sein, das finde ich auch. Eben, eben. Natürlich kann man auch direkt sein und sagen, was man möchte, was man nicht möchte. Ist klare Kommunikation, aber unter die Gürtellinie würde ich nicht gehen. Wann hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht? Oder über was kannst du so schön lachen? Wenn ich mit meinem Papa im Kassenhäuschen sitze und er mich fragt, wie heißt denn dieses Lied? Jetzt sind meine Eltern... Nein, also es ist halt wirklich witzig, ne? Weil meine Eltern sind jetzt die Generation, die nicht so perfekt Englisch sprechen. Mhm. Und dann hat er nach dem Lied gesucht, da geht's Hunger, Hunger. Und er meinte Doja Cat Woman. Oder wenn er mich dann fragt, so, warum hören denn die Kids irgendwas von Gucci-Sandalen und Messerstecherei? Warum ist denn das jetzt so beliebt auf einmal? Und da kann ich halt wirklich herzhaft drüber lachen. Das glaube ich dir. Kannst du auch weinen? Wann hast du das letzte Mal geweint? Oh, ich bin sehr emotional. Ehrlich? Sehr am Wasser gebaut? Sehr nah am Wasser gebaut. Also sobald jetzt hier irgendwie vermisst auf RTL. Ach, also, sowas? Ja. Echt jetzt? Ja. Auch Notting Hill und so Filme und so? Ganz schlimm, wie ein einziger Tag. Von Anfang bis Ende. Ach, sowas gucke ich ab. Das ist doch so Dramenscheiß. Guck doch irgendwas mit Happy End. Nein, das ist schon herzzerreißend. Aber es ist auch gesund, mal zu weinen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und auch mal Gefühle zu zeigen. Auf jeden Fall, aber wenn es schön ist. Nicht ja. Mit Drama, wenn einer stirbt oder sowas, will ich gar nicht gucken, noch nicht mehr als Hollywood-Film. Wofür gibst du am liebsten viel Geld aus? Essen. Sieht mir der gar nicht an. Ach, danke schön. Wie machst du das nur? Weil Sport machst du ja auch nicht. Viel Arbeit. Du arbeitest halt. Ich verstehe. Mensch, schön, dass du hier warst. Schön, dass ich hier sein durfte. Lena Royer, sie ist nicht nur Gastrochefin der Schaustellerfamilie Peter Royer. Wobei der Peter sagt ja Reue wahrscheinlich, gell? Mhm. Sondern auch amtierende Frankfurter Weinkönigin. Ihr habt am Flugplatz in Bonames, Leckereien auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Hauptware nicht vergessen. Jedes Wochenende ab jetzt, ne? Genau. Freitag und Samstag jeweils von 3 bis 2 Uhr nachts. Ja. Lasst euch mal blicken. Ei. Was hören wir für Musik jetzt für dich? Oh. Ich glaube, jeder, der mich kennt, wusste genau, dass ich diesen Titel auswählen werde. Aha. Und das ist I Want It That Way von Backstreet Boys. Hier ist er für dich zum Abschluss deiner Stunde, Stefan und er. Dankeschön. Danke.